Als junges Mädchen, da hat man schwer. Ach, wenn ich doch schon 20 wär. Schon morgens geht's los, ich bin es schon leid. Mach und beeil dich, du hast nicht mehr viel Zeit. Da tut die Mutti mir zwischen die Füße renne. Doch ich würd viel lieber noch etwas pennen. Wasch dir den Hals und putz dir die Zähne. Mehr darf man in diesem Laden noch nicht mal mehr gähnen. Und komm ich dann zum Frühstück, ruft sie gleich ganz verbissen. Zieh die Jeans sofort aus, die ist ja zerrissen. Wie läufst du herum, so kannst du nicht gehen. Was sollen die Leute denken, wenn die dich so sehen? Die hat doch keine Ahnung von jugendlichem Schick. Sie wird's doch auch gern tragen, doch dafür ist sie zu dick. Als junges Mädchen hat man schwer. Ach, wenn ich doch schon 20 wär. Schmink ich mich mal, was ist schon dabei? Dann laufen sie gleich Amok, Gott, was ein Geschrei. Du bist noch zu jung, das ist nichts für dich. Geh und wasch dir den Dreck aus dem Gesicht. Doch meine Mutter steht die morgens auf, klatscht die sich das Zeug gleich pfundweise drauf. Die hat's auch nötig, um die Falten zu verdecken, denn ohne den Verputz wird sich sogar mein Vater erschrecken. Will ich mal ins Kino, natürlich allein, wird erst kontrolliert, ob ich auch darf rein. Dann heißt's, das geht nicht, der Film ist ab 18, ja soll ich mir vielleicht ein Märchen ansehen? Die glauben, mit 13 Jahren wäre ich noch ein Kind. Ich glaube, dass die auf dem Holzweg sind. Als junges Mädchen, da hat man's schwer. Ach, wenn ich doch schon 20 wär. Neulich hatten wir Gäste, es war ja ganz nett. Doch als es gerade schön war, da musste ich ins Bett. Doch bevor ich ging, darin bin ich schnell, habe ich noch das Tonband auf Aufnahme gestellt. Ich kann nicht verstehen, warum man mich verbannt. Die schärfsten Witze habe ich ja eh schon alle gekannt. Donnerstags gehen sie kegeln und ich bleib zu Haus. Die Girl hat zu schlafen, die Glotze bleibt aus. Doch da laufen all die Filme, die ich sehe gern. Mich braucht man ja ganz bestimmt nicht mehr aufzuklären. Nur beim letzten Mal, das war ein Stuss, da schlief ich ein bei Sport 1 und seitdem ist Schluss. Sie kamen nach Haus, das war gar nicht nett. Und seitdem sitzt donnerstags die Oma am Bett. Als junges Mädchen hat man schwer, ach, wenn ich doch schon 20 wär. Mein Vater, der ist auch so ein Knüller und schreibt seine Rätsel mit meinem besten Füller. Aber wenn ich 20 bin, dann werde ich's allen zeigen und mich nach der neuesten Mode kleiden. Ich gehe mit den tollsten Männern aus und komme erst früh am Morgen nach Haus. Und schlafen würde ich bis mittags um 3. Mit der Schule wär's für mich dann ja auch vorbei. Und Fernsehen würde ich bis spät in die Nacht. Es wäre ja niemand der, der mir die Glotze ausmacht. Und heirate ich mal, ihr hört ganz richtig, dann nur einen mit viel Geld, denn das ist sehr wichtig. Schön muss er sein, gut gebaut und sehr nett. Ihr glaubt, ich gehe mit jedem ins Kino. Doch suche ich mir später mal einen richtigen Mann, wäre es mir lieber, wenn er so ist wie Justin Bieber. Mit sehr viel Humor, mit Geist und viel Geld. Denn das ist es ja heute, was zählt. Doch bis es soweit ist, das dauert noch Jahre. Aber bis dorthin platzt meinen Eltern noch öfters der Kragen. Elau!